zu wem ein der klappt am Morgen go. Denn heute ist ein neues Video. Und was für verrückte Keime gibt's denn im Bier hier so? Die Bar und ein Lächeln klappt. Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Mongo in die lustige Lachkuhtüte. Wir gucken nochmal rein bei die sogenannten Lecker Lecker Girls, ne? So, ich hoffe euch geht's super, weil mir geht's owi owa. Und nur damit ihr mal wisst, wie wir uns zeitlich hier befunden, ne? In diese Stunden. Ich mache jetzt hier die erste Aufnahme nach dem Wochenende, wo ich jetzt für euch zwar eine Menge Premieren hatte, aber nicht so mit dabei sein konnte. Wir hatten ja das Treffen vom Rat der Hater und da wurden verschiedenste Dinge besprochen, auch gerade wegen Monchichi und verschiedenste andere Sachen. Und da wurde natürlich auch die Gleise gelegt für die nächste Saison, ne, im Lachkuh-Entertainment-Genre auf Internet, verschiedenste Plattformen. So, ich danke auf jeden Fall allen, die auch jetzt fleißig auf neue Kanal Mongo Medial dabei sind und da die Videos gucken und mir Abos und Kommentare schreiben, um den Kanal wieder nach vorne zu bringen. Und da danke ich euch sehr und am liebsten, ne, ganz wichtig im Moment, Watchtime, Watchtime, Watchtime. Also ihr könnt gerne da alles nochmal gucken, was ich euch hochlade. Immer jetzt, jeden Tag, gibt's eins Re-Up. Ne, das sind natürlich alte historische Filmklassiker von anderen Kanal. Und Kampf gegen Monchichi geht auch weiter. Ich werde diese Woche 2 Videos von Teddy die Drecken auf Odyssee veröffentlichen, auch neu. Und da werden wir auf jeden Fall Spatz haben. Ne, da wird viel gefuttert, aber da wird auch ein bisschen Arbeit geleistet. Ne? Und ihr findet unter die Video einmal mein Sponsor Alkoholfreier Pilz und die Links zu Odyssee, der Spiegel-Account. Da findet ihr erstmal alle alten Videos von Kanal Mongomedial gespiegelt. Es gibt einen neuen Spiegel-Account für den neuen Kanal Mongomedial. Es tut mir leid, es ist gerade ein bisschen alles bisschen durcheinander, aber ist nicht so schlimm. Den neuen Spiegel-Account brauchen wir ja nicht so. Nur wenn ihr alte Sachen sehen wollt, auf jeden Fall dann auf den und halt den Monchichi Mongo Safe Kanal. Ach Leute, es ist ein bisschen komplizierter. Ich denke, ich werde das jetzt in die nächsten Videos immer mal wieder, immer mal kurz ansprechen, aber nicht mehr so lang wie jetzt. So, aber ich habe auf jeden Fall jetzt erst nochmal Bock gehabt, hier für euch jetzt nochmal bei die Lecker Leckers reinzugucken, denn die sind ganz gut angekommen und ich hatte sie so ein bisschen aus meiner Peripherie verdrängt, war ein bisschen raus aus meinem Köpfchen, ne, weil ich jetzt viel zu tun gehabt habe, ist ja logisch. Und ich würde sagen, gucken wir mal, was die Schwester Lecker mit die ordentliche, weiß ich gar nicht, was sie da vorne liegen hat, wascht. Ne? Ihr seht es nicht, aber ich sehe, dass es eine ordentliche Wurst vor sich liegen hat, was sie uns jetzt wieder für geile Dinge zu sagen hat. Meine Schwester? Ich bin nicht Sneewittchen, ich habe Arsch und Tittchen. Meine Schwester? Elias kauft mir eine Rose, ich brauche immer so viel Soße. Meine Schwester? Oh Gott, ist das ein Schwester-Spezial oder was? Ne? Also ihr wisst ja noch von letzter, deswegen hatte ich auch den Wolkenteil nochmal drin gelassen im Clip. Ne? Der bekommt hier ordentlich was zu sehen bei die Schwester. Ne? Also die Lecker-Lecker-Schwester ist immer so ein bisschen oben drüber sexy. Ne? Da ist immer so ein bisschen, dass sie sich nicht schämt. Ihr wisst es ganz genau. Ich bin eigentlich die Sau. Meine Schwester? Ich esse Salat mit Soße, danach setze ich mich auf Elias Schoß. Meine Schwester? Ich habe Feierabend und es gibt Sushi. Meine Schwester? Streichkäse und ich, beide sind Zucker. Leute, man glaubt gar nicht, dass es immer die gleiche Person ist, ne? Die sieht in manchen Videos, sieht die okay aus, sogar ein bisschen sexy. In manchen Videos sieht die aus wie durch den Wald gezerrt und in manchen Videos sieht die einfach nur aus. Also es ist Wahnsinn. Also wie kann man denn als einzelner Mensch so dermaßen Varianz haben? Hart und lecker. Eine Schwester? Tortellini mit weißer Soße, das geht hoffentlich nicht in die Hose.
Eine Schwester? Ich trage keinen Zopf, habe aber einen Burger auf dem Kopf. Eine Schwester? Oh Mann, das ist mit leckerem. Oh Leute, da haben wir schon unser Thumbnail, ne? Damit ihr wieder, ihr habt da wieder was zum Gucken, ne? Das wird das Thumbnail. Hanföl. Meine Schwester. Burger lecker fein, den hau ich mir jetzt rein. Meine Schwester. Bin heute die Princess von einem anderen Planet. Meine Schwester. Ich stehe auf Wurst und dann komme ich Durst. Meine Schwester. Was ist denn da los? Ich bin nicht Schneewittchen. Okay, jetzt sind wir einmal durch. Leute, Also, dass das jetzt hier ein Schwester-Spezial war, das habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt, Mongo Kater, bitte geh mal hier rüber. Ich sehe gar nichts mehr von die Leckerschwester, ne? So, gucken wir mal, weil das noch so gibt. Elias, ihr Verlobter. Mein Verlobter hat 7 Löcher und ich habe auch 1. Lecker, lecker. Bitte was? Moment, nochmal. Elias, ihr Verlobter? Meine Verlobte hat 7 Löcher und ich habe auch 1. Lecker, lecker. Also haben die Ohrlöcher mitgezählt und andere Piercings, die man so nicht gesehen hat. Aber guck mal, wie der sich freut, ne? Und der denkt sich so, ne? Und ich darf an die Löcher ran. Das ist sowas, was er denkt. Lecker. Lecker, ihr lecker. Verlobter? Ich mag Sushi und gebe meiner Frau einen dicken Kussi. Es ist so unangenehm. Ne? Wenn man sich jetzt so ein Küsschen gegeben hätte, ist ja eine Sache. Aber der setzt ja gerade zum Hardcore-Petting an. Oder sie sogar. Elias, ihr Verlobter. Oh, ich bin nicht das Kätzchen. Ja. Aber der passt auch in die Familie. Die hat sich genau den richtigen Verlobten gesucht. Elias, ihr Verlobter. Was ich dir rate, meine Frau, die ist eine Granate. Guck mal, warum küssen die sich hier nicht einfach mal so ein kurzes Schmatzen? Ist doch in Ordnung. Aber das ist ja wirklich, also, diese Familie, die macht sich total lächerlich. Ihr Verlobter, ja, Elias? Weil Frau ist die Tolle, drum esse ich jetzt die Rolle. Elias, ihr Verlobter? Heute gibt's Abendessen, mal vegetarisch, mal was anderes, lecker, lecker. Elias? Okay, das war ja, also, der Elias, er muss noch einiges lernen. Elias, ihr Verlobter? Rumpst du in meiner Hand? Ich bin charmant. Elias, ihr Verlobter? Ich esse Genesterlei mit meinem Wife. Elias, ihr Verlobter? Ich mag Apfelschmatt. Mit meiner Mutter bin ich verwandt. Elias, ihr Verlobter? Ja, deine Mutter ist mit ihrem Bruder auch verwandt. Verlobter? Hohoho, ho, wir sind alle froh. Elias, ihr Verlobter? Es gibt Brezel mit Butter, aber leider ohne meine Mutter. Lecker, lecker. Elias, ihr... Also, witzigerweise, der Elias sieht fast immer gleich aus, ne? Aber die Lecker-Lecker-Schwester, die sieht immer anders aus. Also ganz komisch, ne? Ja. Meine Mama? Oh Gott. Ach ja, das ist ja die Lecker-Lecker-Mama, ne? Die werden ja auch immer wieder reingezerrt in die Videos. Das ist Schweißfutz, juhu! Meine Schwester? Rasa ist so fein, das kipp ich mir rein. Jetzt ist die Mutter dabei, jetzt ist sie ein bisschen zünftiger. Elias, ihr Verlobter. Die Pizza ist so gut, die macht mir Mut. Lecker, lecker. Mein kleiner Schatz. Lecker, lecker Pizza. Und ich. Jetzt stellt euch mal vor, ihr geht ins Restaurant, ne? Und neben euch sitzen die am Tisch. Und fangen da ihre Lecker-Lecker-Show an. Also, da fällt dir doch nichts mehr ein. Rucola Burrata Pizza ist so fein, drum hau ich jetzt ganz schnell rein. Ha. Essen jetzt lecker Mittag. Lecker, lecker. Toller Sicht auf die Vase. Toller Sicht auf die Vase. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns gerne über ein Like und einen Kommentar. Eure Videos und sind scheiße. Gerne auch das Video. Ja, nee. Und folgt uns auch gerne noch auf TikTok, wenn nein, eure Videos sind scheiße. Nicht eh schon tut. Außerdem haben wir noch YouTube und Instagram. Falls ihr uns da auch abonnieren bzw. folgen wollt, würden wir uns sehr freuen. Lecker, lecker. Mein Papa. Oh. Yes, der Vater, lecker. Guck mal, der sieht aus wie einer von den Coneheads mit dem ordentlichen Eischädel hier. Das ist so krass. Ist täglich Kümmel, dann steht er bis zum Himmel. Lecker, lecker. Mein Papa. Habt ihr das jetzt auch gerade gehört?
Ich muss gerade mal das. Also. Ne? Dann nehme ich gerade mal. Ich nehme den mal raus. Ich nehme den mal raus. Lass uns das nochmal hören. Mein Papa? Oh, isst täglich Kümmel, dann steht er bis zum Himmel. Lecker, lecker. Mein Papa? Oh, heute werde ich noch vernudeln. Lecker, lecker, lecker. Mein Papa? Oh, in meinem Alter isst man Weißbrotfalter. Lecker, lecker. Mein Papa? Oh, es gibt Lady Gaga. Ich bin Mr. Gaga. Lecker, lecker. Ne? Also sehr gut. Ich würde sagen, ne? Unseren sogenannten Wolkental, der passt hier nicht dazu. Wir brauchen einen, der diese geilen Gags auch zu würdigen weiß, ne? Und den lasse ich mal rein. Ne? Und da ist er! Und da ist er! Der lacht jetzt ordentlich mit. Hier, mit die geilen Gags vom Vater aus dem Schlüpfer. Mein Papa? Oh, aus dir mache ich Hackfleisch. Spaß damit zu der Sau. Lecker, lecker. Was? Was? Schmarschelbüder mit der Sau! Ist das der. Ist der Rosti sein Sohn? Lecker, lecker! Lecker! Nochmal hören, Achtung! Mein Papa! Oh, aus dir mache ich Hackfleisch! Sparst du Metzger zu der Sau! Lecker, lecker! Sparst du Metzger hier Schau! Also, ich glaube, er wollte sagen: Aus dir mache ich Hackfleisch, dann spart sich der Schlachtermeister das Töten eines Schweines. Aber er sagt es etwas anders. Er hat es etwas vernuschelt. Mein Papa? Oh, aus dir mache ich Hackfleisch. Spaß damit zu der Sau. Lecker, lecker. Spaß damit zu der Sau. Das ist kein Saues. Mein Papa? Oh, sauer macht lustig. Mein Papa? Oh, was ich jetzt habe, ist Kohlrabi, Gmies. Lecker, lecker. Gott, Leute. Ich habe das schon mal gesagt, ich kann es an der Stelle nur sagen, schreibt mal in die Kommentare bzw. in die Live-Premiere rein. Wärt ihr gern auch so blöd wie die? Einfach so blöd wie die. Also, so, dass euch so unbedarft blöd. Das würde mich mal interessieren. Also, ich denke manchmal so, warum, die machen sich keine Gedanken. Die braten da ihre Schupfnudeln an und haben einen gelben Ring hier irgendwie um die Cola und dann ist das in Ordnung. Also für die ist die Welt einfach in Ordnung mit ihrem komischen Herzgeklimper da hinten und lecker, lecker. Mein Papa? Auch mit Haferflocken kann man mich locken. Lecker, lecker. Mein Papa? Oh, ich esse jetzt Pizzatörtchen. Später geht's auf stille Örtchen. Lecker, lecker. Mein Papa? Oh, ich bin kein Knilch und trinke jetzt Kabamilch. Der fängt immer mit O an. Mein Papa? Oh. Manchmal, ne? Oder oft mit O. Ne? Das ist so Papa lecker. Also das ist ja krass, das ist ja so ein ordentliches Lecker-Lecker-Spezial, ne? Wo alle so mal so gefeatured werden mit den besten Takes, ne? Elias, ihr Verlobter. Also den kann ich am wenigsten leiden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der einfach hier die ganze Zeit die Lecker-Lecker-Schwester am Vernaschen ist. Das finde ich schon nicht gut, ne? Beim Kraut werde ich versaut, drum küsse ich meine Braut. Schon wieder? Also. Elias, ihr Verlobter. Kartoffelbrei macht mich traurig, das hätte noch Pommes sein können. Moment, kommt jetzt hier die ganze Zeit wieder unseren Lecker-Lecker-Elias oder was? Elias? Nee. Eine Mama. Oh, die Lecker-Lecker von 22. Und sie sagt, meine Mama, die Lecker-Lecker-Tochter ist gar nicht in die Videos mit dabei. Meine Schwester. Juhu. Mein Papa, der Geburtstag hat. Happy Birthday. Ah, ihr merkt schon, ne? Da sind sie noch nicht eingeleckert. Da müssen sie noch ein bisschen nachleckern, damit sie dann in die neue Videos vorleckern können, aber haben jetzt hier nochmal quasi retro geleckert. Der kleine Schatz und ich sind heute lecker zum Geburtstagsessen im Asienpalast in Ravensburg. Lecker Buffet für 4,99 vor der Mittagszeit. Lecker, lecker. Und Happy Birthday, Papa. Mit toller Sicht auf das XXL Aquarium. So schön. Du
ganz viel. Man sieht gar nichts, weil das einfach spiegelt wie die Drecksau. Lecker, lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und kommt gerne auch auf uns über Beziehung Abend und habt eine schöne Zeit. Lecker, lecker. Leute, das hasse ich ja, wenn Leute immer so Ansagen machen, wo die Leute einem folgen sollen. So. Und hier eine neue Kanal auf Lecker, lecker und so und hier auf Odyssee und so. Also, das können die sich auch mal schenken. Vor allem das Video geht eine Minute drei und hier ist nur Dünnpfiff. Hier über 23 Sekunden nur Werbung. Also könnte ich mir nicht erlauben. Nein, Papa. Oh Gott. Die Kopfform, da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Nein, Papa. Oh, Gemüse mit Reis. Heiß. Ja, gut, aber. Meine Mama. Ah, gut, jetzt werden. Es ist besser, wenn es ein gemischte Feature ist, weil jeder von denen Witzfiguren, die leckern sich ab, das wollen wir nicht, ne? Wir wollen hier inhaltlich ne und so weiter. Aber ich glaube, wir wissen, wo die Schwester lecker, her hat, ne? Ihre lecker, also, ne? Im See war schön. Juhu! Meine Schwester. Ich trage Weiß und esse Reis. Mein kleiner Schatz. Ein Ente aus Reis. Und ich, Knirs mit Reis. Das Knirs. Macht heiß. Knirs mit Reis. Essen jetzt lecker. Hä? Knirs mit Reis. Abends Gemüse ja. Und Reis. Lecker, lecker. Mit toller Sicht auf zweimal Rot, einmal am Nassfutter fressen und einmal am Trockenfutter fressen. Der kleine Simbania hier frisst lecker Nassfutter und der große frisst lecker Trockenfutter. Lecker, lecker, die zwei sind fleißig am Schmatzen. Ja, gut, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die zwei sind das Highlight von ganzen Filmen, ne? Elias, ihr Verlobter. Lecker, lecker Nudeln. Und ich hab selber eine Nudel. Ihr Verlobter. Nach dem Essen wird's doch lecker Nachtisch. Das wäre mir so unangenehm. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt... Also, nein. Stellt euch mal vor, ihr wärt jetzt bei der bekloppten Schwester von eurer Freundin Verlobten. Und... Das wird dabei rauskommen, vor allem Mann. Also auch mit dem Eikopfvater, mit dem Conehead und mit die lecker, lecker Mutter und so weiter. Also das wäre doch, also. Meine Schwester, endlich frühstücken. Und ich, lecker, lecker. Oh, ich schieb mir ein ganzes Wäschchen ein, aber nur Nürnberger. Lecker, lecker. Tomate und Ei, da bin ich gern dabei. Frühstücken jetzt lecker im Zug. Lecker, lecker. Mit toller Sicht auf den XXXL-Koffer. Schön war's mal wieder in Köln. Was ist denn das? Ist das so ein TikTok-Treffen oder was? Wenn euch das Video gefallen hat. Ja, 36 Sekunden war jetzt das Video und der Rest ist jetzt wieder alles Werbung, oder was? Was gerne noch nicht reicht. Schönen Abend. Die Mama, der kleine Schatz und ich tun der Popcorn-Maschine beim Kochen zugucken. Oh, hier kommt Leute, die sind komplett wahnsinnig. Die sind einfach komplett wahnsinnig. Was zum Teufel? Oh, mit Alkohol fühle ich mich immer wohl. Meine Schätzer. Was ist denn hier los? Der liebe Matthias. Juhu. Und ich, lecker, lecker. Mit Alkohol ist ja noch schlimmer. Meine Schwester. Jetzt klingelt der Wecker, jetzt gibt's lecker, lecker. Meine Schwester. Die leckerste Latte, die sitzt neben mir. Meine Schwester.
Willst du auch einen Toast mit Pilz? Ja, ich will's. Meine Schwester? Ihr wisst es ganz genau. Ich bin eigentlich die Sau. Meine Schwester? Hey. Warten hat bei mir keinen Zweck. Der Schnitzel wecken ist gleich weg. Schnitzel wecken? Sehr gut. Mein Papa? Ne, jetzt auch wieder an die Stelle natürlich. Ich kann natürlich, ich bin natürlich ein sogenannter Medienstar. Und während ich hier meinen Joghurt mit die Stachelbeeren löffel, kann ich sagen, wird Internet wieder angezündet. Schreibt's in die Kommentare oder in die Premiere. Heißt es Brötchen, Semmel oder Wecken oder Dulle oder was auch immer ihr da jetzt habt. Also, ne, ist natürlich klar, was jetzt wieder richtig ist. Ihr wisst, dass Brötchen richtig ist, aber ihr könnt gern euren Bullshit da reintreiben. Was? Oh, vom Schaffe, da bin ich hin. Jetzt ist ein Salat, der ist schrie. Lecker, lecker. Mein Papa? Oh, ich esse gern mit Kümmel, dann komme ich in den Himmel. Lecker, lecker. Mein Papa? Meine liebe Brüder und Schwestern, lasst uns heute zusammenkommen und zum Essen. Gott schuf das Essen und die Gabel, damit es... Die überlegen, also die setzen sich an den Tisch, machen sich 2 Sekunden Gedanken, sagen, ich habe eine bekloppte Familie, ich esse mein Toast gern mit Petersilie. Lecker, lecker. Und dann kommt der Nächste und der Nächste und dann kommt die heiße Schwester. Ich bin die Schwester mit den dicken Eutern. Mein Ehemann der anderen wird nicht meutern. Lecker, lecker. Dann filmen sie irgendeinen Bullshit in der Wohnung und laden das auf TikTok hoch. Das ist doch... Nee. Besser geht in Schnabel. Lecker, lecker. Und zum Wohl. Mein Papa? Oh, ich bin nicht faul. Ich ist da schon mit Maul. Maulaschen. Lecker, lecker. Mein Papa? Oh, in unserem Kaff, da ist doch schön. Drum trinke ich jetzt Kaffee. Zum Wohl. Gluck, gluck. Mein Papa? Oh, heute bin ich nicht zu Hause. Drum hole ich alles raus. Die Familie Lecker lebt zusammen im Haus. Das ganze Dorf und die Internetleute lachen die Familie Lecker aus. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Mein Papa. Oh, das gute Hemd, das gute Hemd, das mich nie beim Essen hemmt. Lecker, lecker. Ah. Mein Papa. Meine Frau ist mein Schätzle. Jetzt gibt's Käse, Spätzle. Lecker, lecker, lecker. Mein Papa. Heute holt uns nicht der Geier, heute gibt es Fleischbeier. Lecker, lecker, lecker. Mein Papa. Oh, vom Schaffe, da bin ich hin. Jetzt isst ein Salat. Elias. Ihr... Ne? Euren Mongo von Kanal zeigt euch Bekloppte und nennt's Mongo Medial. Ihr Verlobter? Ich bin zwar nicht auf Hawaii, aber es gibt Hawaii-Toast. Lecker, lecker. Elias, ihr Verlobter? Ich trinke jetzt was aus der Dose und nachher geht's eure Frau an die Wäsche. Elias, ihr Verlobter? Käsebrötchen, lecker schmecker und meine Verlobte schmeckt noch besser. Wie der die immer abschmatzt, ey. Das ist ja wie eine russische Rentner. Elias, ihr Verlobter? Draußen gibt es Schnecken, aber keine Nussschnecken. Lecker, lecker. Elias, ihr Verlobter? Ich bin wieder da, hurra. Ihr Verlobter? Die Schneemannbrote sind lecker und rund. Die kommen jetzt in meinen Mund. Lecker, lecker. Elias, ihr Verlobter? Lecker, lecker, selbstgemachte Burger. Besser wie von McDonald's. Und ihr Freund? Lecker, lecker, veganes. Ach, da war er noch, ihr Freund, siehst du mal. Digga, fick dich. Fingernägel, Gold, was? Die liebe Maddie, ich trag heute Pink und trink ein Twink. Die liebe Viola. Oh, da wurden jetzt noch neue Leute gecastet, oder wie sehe ich das? Die Julia in Köln, wie könnte es mir besser gehen? Gute Freundin, die nicht gezeigt werden möchte, wir haben dich lieb. Meine Schwester. Da war eine dabei, die hat gesagt, ey, weißt du was, euren bekloppten Scheiß, den könnt ihr gerne machen, aber wenn ihr mich zeigt, zeige ich euch an. Lecker, lecker. Ja, fein, den hau ich mir jetzt rein. Und ich, veganes Chicken, das muss ich kippen. Ja, essen jetzt lecker. Lieben lecker, lecker Lady, wie kann man denn das Wort veganes Chicken auf nicht auf Reim, also Chicken
Das ist veganes Chicken. Das hört sich doch an wie lecker, lecker. Lecker, lecker. Mit toller Aussicht auf die Straße in Köln. Ich esse jetzt veganes Chicken und der Elias versucht die ganze Zeit, meine dicktätige Schwester einkaufen zu schicken, damit es für unsere Lecker-Lecker-Familie an Abend wieder lecker-lecker Hawaii-Toast und billige Käse überbacken ist, damit wir hier erquickend und lahmend unsere Videos für TikTok nachstellen können. Und wir werden jetzt dem Kanal Mongo Medial eins Like und ein Abo gönnen. Lecker, lecker. Wenn euch das Video Leute, lasst mich in Ruhe. Ach, guck mal hier, das wird das Titte-Mädchen hier. Oh, mit Alkohol fühle ich. Ach, die kennen wir doch schon. Die liebe Viola. Endlich essen jetzt das Fest. Meine Schwester. Lecker Tintacos. Die liebe Maddie. Gestern gab es leider keine Banane. Deswegen gibt es jetzt Bananen. Wer ist denn, wer lacht denn da so dreckig? Nochmal, wer lacht denn da so dreckig? Lecker, lecker. Der Typ daneben, das ist so total peinlich berührt. So, hey, es gab doch eine Banane. Liebe Marc. Lecker, lecker Tacos und vom Tim nehme ich gerne was in den Mund. Liebe Marc, verpiss dich. Lecker, lecker. Und die Freundin, die nicht gezeigt werden möchte, ja, die liebe Gisela. Tims Eistee, der ist fein, der kommt jetzt in mich rein. Und ich trinke jetzt eine Eismatschalatte mit. Der Eistee kommt in sie rein, ohne Not. Und die anderen da schlemmt gerade genüsslich eins Bananen. Ne? Frühstücken jetzt lecker im Café Ruhr in Köln. Das ist Frühstück. Lecker, lecker. Mit toller meine Schwester. Mit dem Lätzchen fahre ich weg von meinem Schätzchen. Und ich. Oh, das ist aber auch was für ein Leon. Das ist was für ein Leon. Die zwei heißen Schnitten am Schlemmen in Zug. Das finde ich so nett. Ich probiere jetzt den veganen Wrap. Auf Rap kann man aber auch andere Sachen reimen als nett. Das ist nur so ein Pseudo-Reim. Frühstücken jetzt lecker im IC aus dem Deutschen Bahnbistro. Lecker, lecker. Mit toller Sicht auf den XX. Schon wieder. Ey, die recycelt die ganze Zeit, weil ihr die Motive fehlen. 6 Uhr morgens. Was geht? Wisst ihr, wo wir gerade hinfahren? Guckt euch doch mal an, wie die hier aussieht. Wie ist sie komplett zerstört? Was hat die denn gemacht, lecker, lecker? Zu 24 auf seinen Geburtstag. Ja, auf geht's nach Köln. Wir freuen uns schon auf heute Abend, auf die Party. Juhu! Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn... Ja, ja. Ich gucke ja auch immer von vorne nach hinten, ne? Deswegen sind manchmal die lecker, lecker Clips nicht ganz... Mein Papa. Ach, Elias, ihr Verlobter. Der Elias hat einen ordentlichen Humpen, den hat er gekippt und ist danach unterwegs auf seine wackeligen Stumpen. Elias, ihr Verlobter. Küsselröhrchen, so knackig fein, die hau ich mir jetzt rein. Mm. Elias, ihr Verlobter. Meine Verlobte macht meine Eier immer hart. Elias. Gut, das reicht mir an die Stelle.
kann es nicht mehr. Ich kann es aber nicht mehr. Leute, ich hoffe, er hat Spatz in die Backen, ihr mitgemischt Lachen, Rühe, aufgenommen und ja, und rasch in dem Kanal. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist einfach der Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Mongo, Mongo. Mongo sagt Danke, das war's für dieses Mal. Gute Nacht und bis bald zur neuen Show von Mongo Medial. Sparste Match, der hier Schau.